Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über den neuesten Bericht der IGSU bezüglich des Litterings in der Schweiz und zeigen, wie sich dieses Problem mit der Zeit verringert hat. Und zu guter Letzt zeigen wir Ihnen die Neugründungen vom 28.11.2023. IGSU, Littering in der Schweiz weiter auf dem Rückzug. Eine breit angelegte Umfrage des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU gab dieses Jahr bereits zum 8. Mal Aufschluss über die Littering-Situation in der Schweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Situation weiter entspannt. Zu verdanken ist diese Tendenz unter anderem den Städten, Gemeinden und Schulen, die Littering mit einem breiten Maßnahmenmix bekämpfen. Den ganzen Bericht von IGSU finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Am 28.11.2023 wurden 207 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 46 Firmen in der Region Zürich, 20 Firmen in der Region Waadt und 19 Firmen in der Region Zug. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter Handelsregister TV.